Wir haben Protokolle entwickelt für Dinge, die wir immer wieder konfrontiert haben. Wir haben es analysiert, was sind die Dinge, die zu den häufigsten Ausfallzeiten führen. Das sind nicht immer nur Muskelverletzungen, sondern das sind Muskelverletzungen, ja. Aber es sind Gehirnerschütterungen, das sind Dinge wie Erkältung, Grippe, Durchfall und halt auch die Muskelverletzung. Und dann haben wir Protokolle. Was sind genau die Strategien, die wir nutzen zur Prävention, zum Management und zur Zurückführung bei diesen Situationen? In Zusammenarbeit mit der Medizin, in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, die Dinge daraus gezogen. Hier eine kleine Anekdote daraus. Wir haben herausgefunden, dass wir das falsche Desinfektionsmittel benutzen. Ich weiß nicht, ob es bei euren Teams genauso ist. Im Eishockey ist zum Beispiel der Norovirus, eine Magen-Darm-Infektion, wo quasi die Hälfte des Teams auf dem Pott verschwinden muss für ein paar Tage. Den haben wir überhaupt gar nicht adäquat behandeln können, weil wir alkoholbasierte Desinfektionsmittel benutzt haben, die gegen Norovirus ziemlich ineffektiv sind. Und solche kleinen Details haben wir einfach zusammengefasst, dass wir die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Dass wir Fehler einmal machen, aber nicht ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal.